Hallo Freunde, willkommen zur nächsten Brick, nee nicht Brickhead, Helmet Collection Vorstellung von Lego Star Wars. Heute der Boba Fett Helm. Er sieht extrem geil aus, finde ich. Also da gibt es echt auch wieder nicht viel zu sagen. Er hat sogar diesmal eine Funktion, und zwar hier diesen Helm Visor heißt das Ding. Könnt ihr hoch und runter klappen. Sieht richtig nice aus. Auch hier die Delle am Kopf natürlich vorhanden. Und das Schild ansonsten, von den Bautechniken, war der bis jetzt der coolste. Ich bin gespannt, wie der Mandalorian-Helm wird, weil der ja ebenfalls auch also dieses Design hat, dieses mandalorianische Design. Da bin ich echt gespannt, ob der dieselbe Bautechniken hat oder andere. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass er hier so ein bisschen offen ist. Das liegt daran, dass die da einfach nur so drin hängen, ne? Ja, das stört mich ein ganz kleines bisschen, aber fällt ja eigentlich gar nicht so auf, wenn man ein wenig weiter weg ist. Ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht dazu zu sagen, zu dem guten Stück. Ich würde sagen, es erwarten euch jetzt noch zwei Helmets. Ich weiß jetzt noch nicht, ob die nacheinander kommen, aber ich glaube fast schon. Und dann kommt der Palast von Boba Fett. Wird dann wahrscheinlich kommen. Und dann schauen wir mal, weil dann gehen die Sets wieder aus. Ob bis dahin, dann könnte sein, dass bis dahin wieder was Neues da ist. Ansonsten, ihr wisst Bescheid. Irgendwann geht es dann noch wieder weiter. Aber jetzt chillt erstmal. Es kommen jetzt ja noch ein paar Sets. Genau. Bis dahin. Ciao.